Gina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Scheint so. Wir haben ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den Turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Okay. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub. Was Sie kriegen können. Wird gemacht. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. Ah, alles klar. Wir wissen, was wir zu tun haben. So. Jetzt, das ist unser Kommunikationsraum. Ganz klassisch. Hier ist noch nix. Hier ist noch nix. Hier ist noch nix. Din, 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 din. Guck mal, Quicks Terminal. So. Hier sehen wir jetzt tatsächlich alles, was wir so gefunden haben. Leute, Waffen, bla 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 bla. Neu, Allianz hat eine Stärke von 650, Bereitschaftsbewertung 52. Also nur die Hälfte ist wirklich auch bereit, sich zu opfern für den Angriff. Oder, ja, so kann man es eigentlich interpretieren. Die wollen halt lieber ihr Leben selbst retten, beziehungsweise sie konzentrieren sich auf andere Sachen stärker. So viel haben wir. Das ist wohl das Minimum hier, dieser Strich. Deswegen müssen wir da ein bisschen arbeiten. Hier sehen wir dann auch, was uns alles hilft. Allianz Technik Corp, Marine Division, verschiedene Flotten, Diana Alice haben wir vorhin eingesammelt. Die Normandy, die wird halt mit 115 bewertet. Mineralvorkommen, die ich im letzten Teil gefunden habe, hilft auch. Das ist das Schöne. Kalisa bin Sinan al-Jilani hilft uns auch. Und das war's dann auch schon. Die Posten können sich tatsächlich auch noch verändern. Mal stärker, mal schwächer werden. Hängt davon ab, was wir finden, was wir unternehmen. Wie wir uns in gewissen Dingen entscheiden. Und wenn wir zum Beispiel der Diana heißt sie ja, öfter mal ein Interview geben, dann motiviert das die Leute. Dann werden die 5 Punkte zu 10 und dann wieder zu 15 später und. Das ist das Schöne daran. Und hier sehen wir nochmal die Kriegsschauplätze. Die verschiedenen Bereiche, in denen wir dann tatsächlich am Ende im Multiplayer-Bereich die Bereitschaft verstärken können. Aber das mache ich dann kurz vor Spielende. Da setze ich mich nochmal hin und werde ein bisschen Multiplayer spielen, dass wir das da auf 100% kriegen. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann verwurste als Let's Play oder einfach so im Privaten mache. Könnte er ja dann sagen. So. Hier haben wir ein verstecktes Modell als Allianz Shuttle. Nice. Das ist das Schöne, das können wir hier überall ein bisschen finden. Hier haben wir so einen kleinen Besprechungsraum. Der ist von da drüben hier rüber gewandert. Überall liegen Kabel. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Cassia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen. Sehe ich ähnlich. So. Im Spiel speichern war F5. So, schauen wir uns nochmal an, was Joker zu sagen hat. Wir haben die ganze Zeit nur seine Stimme gehört, jetzt sehen wir ihn auch. Hey,
Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Hi, Joker. Nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Immerhin. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen. Wie in der alten Zeiten. Das kann ich machen. Sonst noch was zu sagen? Commander? Joker? Können wir uns hier noch was anschauen? Das ist auch noch klassisch. Geflacker da draußen. Strukturelle Schwächen. Da hätten wir jetzt zur Citadel zurückkehren können. Willst du salutieren? Ja. Ja. Danke. Okay. Wir können uns mit ihr unterhalten. Commander? Hi. Sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Okay. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Nö, nicht wirklich. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Mhm. Nur, dass du nie wirklich draußen bist. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann sie. Mit einer Zahnbürste? Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung ihnen helfen, dann ist es das wert. Oh, danke dir. Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Okay. Wo kommen Sie ursprünglich her? Einer Kolonie in dem Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, wären sie jetzt wohl tot. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. Aha. Weitermachen, Spezialistin. Danke für das Gespräch. Das Terminal ist ein bisschen einfacher geworden. Hier, Meisterschaften kennen wir ja schon. Nachrichten. Jetzt haben wir jede Menge Nachrichten. Spezialeinheit. Allianz. Mission werden Allianz-Türen im Servus-Labor auf dem Sanctum. Genau, Einweisung. Mache ich. Wiedereinstellung. Briefbestellung, Wiedereinstellung, Allianz Navy, Paragraph, Kriegsgesetz, außerdem halten Sie diplomatische. Okay, danke. Einmeldung Notfall. Allianz Flottenkommando, Allianz, bei der ersten Gelegenheit verlassen, Erde zu nähern. Schwerer feindlicher Widerstand. Allianz Personal außerhalb Solsystems, okay. K9, ein Hund. Wir haben einen Hund. Ja, Terra Nova, bei Ihnen kannst du dann so, ich meine gar nicht, okay. Der Verteidigerpanzer, okay. N7 Waffen. Anfrage zu den N7-Waffen geschickt, wenn Nachkommen, Techniker, in meinem Spind. Valkyrie, N7 Sturmgewehr, Gewehr Argus, haben wir auch schon gesehen. ANN-Alarm, neue quarianische Flotte. Quarianische Flotte, okay. Citadel, Sprecher, Turianer, Allianz, was immer Quarianer vorhaben. Gierige und kurzsichtige Kräfte werden. Willkommensgeschenk. Danke, Edi. Trockendock hat Joker und Tänzerinnen. Oh. Das wäre aber schön. Ganz viele Tänzerinnen hier drin.
Freizeitkleidung, ein Upgrade. Waren Sie jetzt am Film? Okay, Prioritätsmission Eden Prime. Okay, dann haben wir das alles durchgelesen. Vieles war tatsächlich Special Editions bedingt. Ich hatte mir damals einfach die Special Edition gegönnt. Warum auch nicht? So, gehen wir mal nach oben, schauen wir uns erstmal die Kapitänskabine an. Hier ist ein bisschen ruhig. Hier haben wir Fischis. Was haben wir hier noch? Den Spind. Dann haben wir verschiedene Panzerungen. Verteidiger. Und die Panzerung an sich kann dann hier auch verschiedene Modifikationen mitbringen. Waffenschaden, Munitionskapazität. Ich nehme den Klassiker. Gesundheitsverstärker. Einfach nur erstmal ganz viel Gesundheit. Und Freizeitkleidung können wir natürlich dann auch anpassen. Wir machen es hier dann eher so oder in Leder. Vielleicht steht ja jemand auf Leder. Das ist das Offizielle. Dann haben wir hier nochmal die. Was ist denn daran anders? Ach so. Ah. Ja, okay. Das ist eher auch so Lederkluft, normal, militärisch angehaucht. Und das ist dann offiziell militärisch. Alles klar. Und mit dem Hoodie. Oder hier auch wieder. Jeans und Lederjacke. Ich bin eigentlich für den Hoodie, beziehungsweise machen wir es so. Ja, machen wir es so. Und wir können hier tatsächlich auch die Farbgebung ein bisschen variieren, was ich toll finde. Material, Muster, finde ich super. Und Lichter. Aber egal, lassen wir alles so, wie es ist. Wir können hier Musik hören. Wir haben hier Dinge, privates Terminal, Gruppenauswahl, da kann man Dinge verändern, Nachrichten kennt man ja schon. Und ein Schiff. Gehen wir wieder weg. Wobei, Moment. Wir haben eine Toilette. Wir können hier auf Toilette gehen. Können wir auch duschen? Ah, hier wird geduscht. Also sehr provisorisch alles gehalten. Da, 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 da. Ich glaube, mit einer Kiste meinten die da die eine. Egal. Crew Deck. KIZ waren wir ja schon. Gehen wir aufs Crew Deck. So, was haben wir hier? Eine Liste von Leuten, die wir verloren haben, tatsächlich. Talitha Draven, Rosamund Draven, LeFlamme, Barrett, Edison, Carlton, Harvey James Gladstone, Helen and Law. Silas Crossy. Okay, kommt mir jetzt tatsächlich. Jenkins. Jenkins? Ja doch. Jenkins kommt mir bekannt vor. Hier kann man sich dann auch umschauen. Wie immer. Guck mal hier rein. Hier kann man sich jetzt so schön hinsetzen, rausgucken, ein bisschen entspannen. Ist jetzt auch so eine Art Gemeinschaftsraum. Beobachtungsdeck kann man sagen. Haben wir hier die Lebenserhaltungssysteme, kennt man ja auch schon. Oh, Destiny Ascension, danke. Das ist so eine Kiste, die ich meine. Ich glaube, das ist eine Standardkiste. Hier hat immer der gute alte Assassine gewohnt. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber ich mag ihn. Hier kann man pokern. Rausgucken. Kann man den Kampf drücken? Nö. Alu-hol. Und hier haben wir so, keine Ahnung. Sieht aus wie eine Pornokammer. Herrentoilette. Auch nichts anderes. Mehrere Duschen. Letztlich kommt man nackt wieder hier raus. So. Leute essen hier. Es ist irgendwie größer geworden, geräumiger, habe ich das Gefühl. Hallo, Glyph. Oh, sieht gut aus hier. Commander Shepard, es ist schön, Sie wiederzusehen. Ja. Hi. Sie sind die Drohne vom Schiff des Shadow Broker. Dr. Tassoni nennt mich jetzt in 95% aller Fälle.
Aufmerksamkeit auf ein Terminal in ihrem Büro richten. Okay. Es analysiert Informationspakete. Wenn sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für sie. Okay. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen sie ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tassoni gerne mit ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Wird gemacht. Dankeschön. Das Treffen mit dem Rat lief nicht besonders, was? Es war nicht unbedingt ideal. Ich bin schockiert. Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Immerhin. Ich weiß allerdings nicht, ob das recht viel hilft, während sie darüber streiten, welchen Teil der Galaxie sie nun retten wollen. Oh, ihr Job als Informationsmaklerin hat sie richtig zynisch werden lassen, Liara. Mir gefällt's. Sehr schmeichelhaft, glaube ich. Hallo, Liebes. Sie haben also nicht nur die Drohne von Ihrem Schiff mitgebracht. Einiges war notwendig. Ohne Datenfeeds wäre ich ein sehr passiver Shadow Broker. Haben Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen? Eingeschränkt. Wir müssen damit dieses Proteanergerät studieren. Bevor wir ihn nicht genau verstehen, ist sein Einsatz viel zu gefährlich. Haben die Proteane diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn Sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was Sie uns dahinter lassen haben. Oh, vielleicht war es auch eine Verzweiflungstat. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Es wird schwierig, auch für uns. Wenn im Einsatz was passiert, wenn jemand von uns verletzt wird. Ich werde die Führung durch die Normandie nie vergessen, Shepard. Aber das ist über ein halbes Jahr her. Sollen wir an der Stelle weitermachen? Aber gerne doch. Nichts würde ich mir mehr wünschen, Liara. Gut, ich war schon besorgt. Ich war aus vielen Gründen froh, Sie auf dem Mars zu sehen. Die Liste hätte ich gern. Später. Es gibt noch viel zu tun. Edi und ich wollen herausfinden, was die Proteaner uns hinterlassen haben. Aber ich würde gerne auch mal nicht nur immer übers Geschäft reden. Später vielleicht? Natürlich. So. Hier schläft Liara. Sieht ganz gut aus. So, Broker Terminal. Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz Ihrer Bündnispartner. Dr. Tassoni hat Ihnen Zugriff gegeben. Dankeschön. So, können wir uns das auch anschauen. Glyph, Ceres, Dead Report, Dr. Materium, ach, langsamer. Damit ihr das natürlich alles lösen könnt. Ich habe auch nochmal, okay. Und Pharaon. Ich habe gestern Kontakt. Schwarzmarkt, unzuverlässig, wird immer schwieriger. Diegel, Erforscher, Pharaon. Okay. Alles klar. Hallo, Shepard. Hallo, Liara. Kannst du noch was sagen? Wie viel wissen Sie über dieses Proteaner-Artefakt? Sehr wenig. Es ist pures Glück, dass genügend Daten für die Baupläne übrig waren. Für die Entschlüsselung brauchen wir die besten Spezialisten. Ist das so Hightech? Während des Hauptstudiums hätte ich für einen Blick darauf getötet. Okay. Ist die Drohne Ihr neuer Sekretär? Glyph ist eine VI-Einheit und indexiert meine Suchfunktionen in den Datenfeeds. Er ist unverzichtbar. Zum Glück hatte Edi ihn noch an Bord gelassen, nachdem er versucht hatte, ihre Aufgaben umzuschreiben. Ich wollte nur die automatischen Systeme des Schiffs an die unseren angleichen. Und genau deshalb stehst du auch unter Kabinenarrest. Wie ist es mit Ihnen als Broker so gelaufen, Liara? Es war aufregend. Und das alte Brokerschiff? Beeindruckend, aber nicht gerade weltraumtauglich. Der Unbekannte hat mich dann schließlich auf Hagalas aufgespürt. Und was dann? Ich wusste, dass er kommt. Pharaon und ich haben so viel Hardware wie möglich vom Schiff auf ein Shuttle umgeladen. Durch ein Ablenkungsmanöver konnten wir dann einem Cerberus-Schlachtschiff entkommen. Boah. Was für eine Ablenkung. Wir haben das Brokerschiff in einen Cerberus-Kreuzer gejagt. Der Unbekannte hat sicher nicht damit gerechnet, dass ich meine Ressourcen so spektakulär opfere. Alter. Können Sie ohne Schiff noch als Broker operieren?
Der Unbekannte durfte es nicht kriegen. Das Wichtigste konnte ich retten. Mein Agentennetzwerk ist noch intakt, obwohl die Reaper es deutlich dezimiert haben. Die Kontaktherstellung dauert eine Weile. Was hat Farron nach ihrer Flucht gemacht? Er wollte um jeden Preis wieder arbeiten und ich brauche mehr Agenten. Agent Farron hat bei seiner letzten Meldung keine Verletzung gemeldet, Doktor. Stimmt, er hat so viel überlebt. Ich sollte mich weniger sorgen. Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Seit sie mir gegen den Shadow Broker geholfen haben, habe ich eine Handhabe gegen die Reaper gesucht. Nur die Proteaner hatten umfassendere Informationen über sie. Von älteren Zivilisationen haben wir kaum Quellen. Okay. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Was ist eigentlich los mit dir, Liara? Willst du dich nicht umdrehen, dann machst du nicht so komische Sachen mit deinem Kopf. Wir reden später, Liara. Natürlich. Ah. Danke. Tschüss sagst du mir ins Gesicht, aber alles Weitere nicht. So, guck mal. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, halt Upgrades zu machen. Panzerungs Modkit. Öffnen. Jetzt können wir Munitionskapazität, ja, länger ballern oder Schildstärke. Ich nehme die Schildstärke. Weitere Upgrades? Keine. Okay. So viel dazu. Ich ja auch. So, was haben wir denn da drüben? Das sind diese... Ich weiß nicht, was das ist, aber für mich sind das immer so Kryokammern gefühlt. Hauptgefechtsstand. Ah, okay. Waffen. Zeugs. Piu, piu, piu. Es wird später natürlich wieder der Hauptplatz für Garrus. Oh, Spoiler! Garrus kommt! Oh nein! Das sieht schön aus hier. Kann dann gleich wieder alles ein bisschen justieren. Ja, das sieht für mich immer noch nach Kryo-Zeugs aus. Was haben wir hier? Dr. Jaguars. Hallo, Doktor. Commander? Hallo. Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt. Aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen. Sehr schön. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will Sie untersuchen. Was? Stimmt denn etwas nicht mit mir? Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Stimmt. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich sie nicht aufschneiden muss. Oh. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Gut. Ihre Implantate zeigen kaum Abstoßungsreaktionen. Wenn Sie diese positive Sichtweise behalten, sollten Ihre Narben nicht zurückkehren. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Wunderbar. Wie sieht unser Bestand aus? Die Krankenstation wurde noch auf der Erde vollständig aufgestockt. Das dürfte eine ganze Weile reichen, auch wenn Sie jeden Tag in Schießereien geraten. Bereuen Sie die Arbeit für Cerberus? Wir haben sie nur benutzt. Wenn ich deswegen überhaupt etwas fühle, dann ist es Schuld. Wir nahmen Ihr Geld, Ihre besten Leute, Ihr bestes Schiff. Wir haben damit die Kollektoren besiegt. Und jetzt setzen wir das alles gegen Sie selbst ein. Ich bereue dabei überhaupt nichts. Ich auch nicht. Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut. Und Sie sind alle meine Kinder. Mhm. Ich habe viele enge Freunde. Aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Wird gemacht, Doktor. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. Schauen wir uns das Schiff an. Guck mal hier. Bonuskräfte neu zuweisen. Also da können wir von jetzt, von klein auf direkt Dinge umstellen. Sieh mal einer an. Okay. Da liegt diese Eva, ein Tunnel zum Kriechen.
Sehr schön.